Burgwied auf dem Bauerntag wurde das Leitbild Nutztierhaltung verabschiedet. Warum? Nutztierhaltung wird im Moment in der Öffentlichkeit in Deutschland kritisch diskutiert. Man unterstellt uns, dass wir unsere Tiere nicht tiergerecht halten würden. Das ist absolut falsch. Wir halten unsere Tiere tiergerecht und nachhaltig und nehmen diese Diskussion auf, stellen uns dieser und haben jetzt ganz offensiv ein Leitbild für Nutztierhaltung entwickelt und beschlossen. Und was sind jetzt die Kernpunkte in diesem Leitbild? Also zum einen bringen wir ganz deutlich und auch selbstbewusst zum Ausdruck, dass wir Tiere tiergerecht halten, dass wir Tiere nachhaltig halten, dass wir als Bauern generationenübergreifend denken und handeln. Wir bringen zudem zum Ausdruck, dass wir unsere modernen Tierhaltungsverfahren, die weltweit gesehen spitze sind, dass wir die weiterentwickeln wollen, dass wir das noch weiter verbessern wollen. Das beinhaltet beispielsweise das Leitbild. Jetzt war dieser Bauerntag ein hochpolitischer. Es war eigentlich die komplette erste Riege der Politik da. Gab es hier von Seiten der Politik auch Feedback, was dieses Leitbild anbelangt? Ja, das wurde sehr positiv bewertet. Selbst die Kanzlerin hat es lobend angesprochen, aber über alle Parteien hinweg hat man uns attestiert, dass es richtig ist, dass wir uns dieser gesellschaftlichen Diskussion stellen, dass wir uns selbstbewusst positionieren und dass wir selbstbewusst kommunizieren, dass die deutschen Bauern tiergerecht Tiere halten.